Ist Exaia die beste Bildverwaltung auf dem Markt zurzeit? Aus meiner Sicht schon, wobei natürlich alles relativ subjektiv ist, ist klar. Und natürlich auch die Frage ist, was will man haben, wofür braucht man es und dergleichen. Und da gibt es natürlich bei den meisten Programmen mehr oder weniger gute Bildverwaltungen. Es gibt dort Lightroom hat eine Bildverwaltung, Capture One hat eine. Auch selbst Luminar schafft so etwas in der Richtung zu machen. Aber ja, ich habe den Anspruch, große Datenmengen zu verwalten. Ich habe jetzt hier nur in Anführungsstrichen, lass mal links gucken, 70.000 drin. Das sind sozusagen nur ausgewählte Bilder. Im Augenblick bin ich jetzt gerade hier, wie man sehen kann, im Bereich Shootings. Und der entscheidende Punkt für mich ist, ich muss Sachen entsprechend schnell und einfach finden können, auch wenn ein entsprechend großer Bestand existiert. Was ist das Besondere an Exaia? Exaia ist ein bisschen mehr als die Standardbildverwaltung. Wir haben hier links natürlich auch, ne, wie ihr sehen könnt, natürlich die ganzen verschiedenen Platten, die ich jetzt hier angeschlossen habe. Interessant ist jetzt hier erstmal die Platte H. Aber natürlich ist die Bildverarbeitung oder Verwaltung, laufwerkmäßig organisiert. Und was hier entscheidend ist, ist hier auf der rechten Seite zu sehen, das ist nämlich das Thema KI und KI-Verschlagwortung. Exaia hat im Prinzip die Möglichkeit oder bildet es automatisch an, dass beim Import der Fotos in die Datenbank das Foto KI-mäßig analysiert wird. Das heißt, er findet Bilder gewisser fotografischer Bereiche, aber auch von den Inhalten her, ich glaube das mal wieder zu, entsprechend auch Inhalte des Bildes. Zum Beispiel, er kann mir anzeigen, jetzt hier auf einen Knopfdruck, sämtliche Brücken, die ich irgendwie in der entsprechenden Datenverwaltung habe. Wobei man sagen muss, die Trefferquote ist, begrenzt. Es gibt Dinge wie jetzt hier, das ist jetzt keine Brücke logischerweise, hat er als Brücke interpretiert. Wahrscheinlich, ich nehme an, wegen der entsprechenden metallischen Gitterkonstruktion, die er falsch zugeordnet hat. Aber insgesamt sieht man hier auch ganz gut, dass er eine Menge Brücken richtig identifiziert hat. Und so geht das in allen möglichen Bereichen weiter. Das heißt, wenn ich wissen will, wie viele Fahrzeuge habe ich hier, dann habe ich das hier sehr schnell rausgeholt. Das sind über 3000, sagt er. Jetzt gucken wir mal Baumaschinen, was er da entsprechend gefunden hat. Also das ist zum Beispiel jetzt wieder eine Fehlinterpretation. Boote findet er wiederum sehr gut. Bus, ja, das ist ein VW-Bus, das ist in Ordnung. Das passt schon. Flugzeuge, ja, auch da haben wir zum Teil richtige Treffer, aber zum Teil auch, ich sag mal, Fehlinterpretationen. Das ist mit Sicherheit kein Flugzeug und hier auch nicht. Also ist die Qualität, würde ich sagen, bei circa 80%. Aber 80% automatisch indiziert gegenüber manueller Indizierung von großen Datenbeständen. Wir sprechen eben hier teilweise im sechsstelligen Bereich. Da hört es bei Lightroom und so weiter auf, weil ich dort manuell das machen muss. Das heißt, ich muss schon, wenn ich irgendetwas importiere, entweder ganz schnell diese Bilder indizieren, also sprich verschlagworten, oder wenn ich es nicht mache, und ich glaube, das kennt jeder, dass es irgendwo mal schlammt, ich habe nachher einen Riesenaufwand, die Bilder nachzuverschlagworten. Also das ist einer der Riesenvorteile, den ich sehe bei Exaia. Nicht die normale, ich sag mal strukturelle Bildverwaltung, die natürlich auch existent ist, oder die Möglichkeit, Sammlungen in Gruppen und so weiter anzulegen, sondern der Hauptpunkt für Exaia ist, dass ich eben hier, sieht man es jetzt auch, die Verschlagwortung für den entsprechenden Bereich. Ich habe jetzt hier dieses Bild angewählt, ich nehme mal ein anderes Bild. Dann sehe ich, dass es auch als Boot interpretiert hat, was falsch ist, aber auch gleichzeitig als Fahrzeug und Flugzeug. Und er hat es eingeordnet in den Bereich Reisen. Ja gut, das könnte von der Reise entsprechend sein. Und wenn ich so da durchgehe, dann ist teilweise die Sachen sehr gut, teilweise aber auch schwächer. Ich gehe mal auf Dampflokomotive.
Die hat er wiederum sehr gut erkannt. Oder ich gehe auf Kutsche. Auch das ist eine hundertprozentige Trefferquote. Also es kommt immer aufs Motiv an, wie gut oder wie schlecht die Trefferquote ist. Ich gehe nochmal in einen anderen Bereich, sagen wir mal Straßenbahn. Da hat er was gesehen hier, was ich nicht sehen kann. Hier ist auch nichts, aber hier ist natürlich eine. Also man kann nicht pauschal sagen, dass die Verschlagwortung schlecht ist. Und man kann auch nicht sagen, dass sie sehr gut ist. Sie bewegt sich so in dem Bereich 80 bis 100% Trefferquote. Wenn ich jetzt also neue Bilder bekomme, was muss ich machen? Also ich muss da nur im Prinzip in den Bereich reingehen und sagen, synchronisieren. Dann synchronisiert er diese Ordner, analysiert die ganzen, wie ihr sehen könnt, und erstellt die entsprechenden Vorschauen. Das kennen wir in anderen Programmen auch. Nur wie gesagt, die Analyse des Fotos und die automatische Verschlagwortung ist natürlich ja, zwar nicht unikat, aber entsprechend gut. On-One-Foto-RAW hat auch eine entsprechende Komponente, die aber bei Weitem noch nicht so na, effizient ist wie hier, weil ich breche jetzt hier mal ab. Der Punkt ist nämlich auch bei großen Datenbeständen, wie lange dauert es, A, das Ganze zu indizieren. Das sind hier natürlich im Bereich bei 70.000 ein, zwei Stunden, das ist klar. Bei On-War-RAW zu vergleichen wäre es wirklich schon fast einen halben Tag oder länger sogar. Und wenn ich im Prinzip Bilder suche, dann, ihr seht hier, wenn ich hier mal reingehe, wie schnell die entsprechende Suche geht. Ich gehe mal jetzt in einen anderen Bereich, Backwaren, mal gucken. Das geht extrem schnell, wobei hier, das ist jetzt keine Backware, ne? Das ist aus dem Bereich Tanz, sprich Ballett. Aber in vielen Bereichen ist es natürlich entsprechend richtig, ne? Also hier haben wir es richtig, hier haben wir es richtig. Hier hat er fehlinterpretiert, weil es eine künstliche Sache ist, sonst Blumen in der Form. Hier ist es wieder richtig. Ne? Also in der Hinsicht, ein Ei zu finden, ist auch so wieder relativ. Man sieht hier, er hat hier diese Hintergründe, die ich benutze für entsprechende Bilder, hat er mit einem Ei interpretiert. Das ist aber eben nicht der Fall, logischerweise. Aber vom Grundsatz her läuft das Ganze sehr gut ab. Ich nehme nochmal einen Bereich jetzt hier im Bereich Personen, damit er so einen Eindruck bekommt. Ich kann hier auch nach Alter gehen. Das heißt, zeige mir mal alle Baby- und Kleinkinder an. Die zeigt er mir wirklich sehr gut an, wie ihr sehen könnt. Wobei das natürlich kein Kleinkind ist. Also irgendwo sind immer Grenzen. Kinder an sich, also bis zu einem gewissen Alter, das macht er auch richtig. Da sind wir nämlich im Bereich jetzt hier auch Tanzveranstaltung. Er identifiziert auch ältere Personen im Bild. Das ist richtig, da sind ältere Personen vertreten. Also die Trefferquote, wie gesagt, 80 bis ja, 100% teilweise, kommt natürlich immer auf den entsprechenden Bereich an. Er kann auch sehr gut nach Geschlechtern sortieren. Also wenn ich jetzt männliche Personen im Bild suche, die Trefferquote ist sehr gut. Wenn ich wissen will, ne, ob ein Auge geschlossen ist, kann ich das auch machen, weil er dort entsprechendes findet. Natürlich bei solchen Geschichten ist natürlich klar, es sind so viele Gesichter, irgendeiner hat die Bilderaugen immer geschlossen. Logischerweise Menschen mit Bart sind natürlich immer wieder in Bildern auch vertreten. Das kann man hier auch ganz gut sehen. Aber selbst hier, wo die Bärte nun wirklich mehr oder weniger untergehen in einem Bild, wie diesem hier, ist die Trefferquote entsprechend gegeben. Also muss ich ganz ehrlich sagen, vom Gesichtspunkt des Anwenders her gesehen, finde ich Exaya im Augenblick wirklich die beste Bildverwaltung, die natürlich ein bisschen was kostet. Das liegt so um die 70 Euro. Aber wenn man generell sehr viele Datenbestände hat, dann ist sie meines Erachtens viel leistungsfähiger als ein Lightroom oder Capture One und dergleichen. Etwas gebracht und ich würde mich natürlich auch mal um eine gewisse Reaktion freuen. Na? Also bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.